ihr schon wieder? Nun habt ihr mir bereits zum zweiten Mal das Leben gerettet. Erst am Strand und nun hier. Unsere Schicksale sind verbunden. Wir... Was ist geschehen? Ein Hinterhalt! Dutzende, ach was, hunderte Gauner der schwarzen Ramme stürzten sich auf uns. Wir kämpften tapfer, aber Wungsam war zu stark. Ich allein konnte entkommen. Ja, Ha-Jung Wang ist in Sicherheit. Nur eben eingesperrt. Ihr müsst den Schlüssel für die Käfige finden. Wer hat den Dieser Schlüssel? Dieser Riese Wungsam natürlich. Man sagt, er haust in einer Höhle gleich hinter den Käfigen. Was sagt das über jemanden aus, wenn er in einer Höhle lebt, hm? Wungsam ist ein mächtiger Gegner. Ich fürchte nicht mal, ihr seid stark genug für ihn. Ihr braucht ein Köpfchen. Kein Plan. Ich hab's. Schlaftabletten. Wungsams Appetit ist legendär. Wenn er nicht plündert, frisst er. Löst ihm diese Tabletten mit dem Abendessen ein. Ha! Ich bin ein Genie. Dann müsst ihr nur warten, bis er schläft und seinen Schlüssel nehmen. Narrensicher. Warum glaube ich das nicht? So. Da ist ja die Höhle, wa? Oh, fuck. Soll ja aber gut aufs Maul bekommen. Ich würde mal sagen, mal so einen Heiltrank hinnehmen. Oh geil. So kann es weitergehen. Den hat's voll weggekloppt. So, wo ist sein Essen? In der Höhle drin, scheinbar. Ja, ein bisschen besser mit meinem Fokus halten. Kann den ja nicht so aufbrauchen. So, da ist sein Essen. Und wo ist der Typ? Hm. Steckt durch. Wahrscheinlich hier hinter so. Ah, geil. Kauf dich zusammen, Faulpelz! Jawohl! Das sieht aber wirklich fies aus, ah? Ich bin am Verhungern. Geil. Die Jungs sind doch für etwas gut. Und Schuss. Liegt ein Rock. Läuft. Das ist ja mit ihm nicht richtig. Wo ist der Schlüssel? Ah. Hey, ich kenne euch. Ihr habt unseren Bürgermeister beim verlassenen Brunnen gerettet. Ein aufrechter Bürger. Was tut ihr hier? Ich bin hier, um Ha-Ju Wang zu retten. Ha-Ju Wang retten? Der Kerl muss gerettet werden? Ha! Ich dagegen habe ein Dutzend schwarze Rampen erledigt. Dann zog ich mich zurück zum Kräftesammeln. Du bist der Pfeife. Worauf wartet ihr? Holt den Schlüssel von dem Riesentrottel und dann nichts wie weg, bevor er aufwacht. Kommt ihr nicht mit? Ich? Nicht wirklich. Jemand muss doch auf die Schlafmütze aufpassen, oder? Eine gefährliche Aufgabe. Aber Gefahr ist mein zweiter Vorname. Keine Sorge, geht einfach. Oh Mann, ey. Was eine Pfeife. Dich als kleines Mädel mache ich das hier voll vor, wa? Haha, die Wache ist noch nicht gespawnt.
Hi. Das war der übelste Käfig, in dem ich je gefangen war. Helft ihr mir, mich zu rächen? Was schwebt euch vor? Ich dachte, wir schreiben ihnen einen gepfefferten Brief. Oder wir zerbomben diesen Ort. Schwierige Entscheidung, was? Ich wäre für den Brief. Der hat auf jeden Fall mehr Wumms. Als ich gefangen war, musste ich tonnenweise Bomben bauen, aber ich könnte einen Fernzünder bauen und alle auf einmal zünden. Die Bomben sind alle fertig verkabelt. Wir brauchen nur die Teile für einen Fernzünder und dann macht die schwarze Ramme BOOM! Kann ich helfen? Begeisterung ist die beste Eigenschaft eines Laborassistenten. Gehen wir's an! Wir sollten die anderen Milizionäre freilassen, bevor sie noch versiegen. Warte, der kommt mit mir. Das ist ätzend. Ich will euch bald retten. Oder auch nicht. Ah, okay. Befreit ihr jetzt alle? So, die haben wir voll weggefetzt. So, die haben wir alle befreit scheinbar. Ja, dann weiter. Wir müssen den Fernzünder. Haben wir. So, erledigt. Kommt noch mehr. Ist aber auch cool. Ist ja mal ein ganz anderes Quest. Ganz anderer Quest-Stil. So, haben wir. Und dann nochmal so eine Bombe. Ich würde eigentlich mal mein Schwert reparieren. Das sollte ich eigentlich auch mal eher regelmäßig tun. Weiter geht's. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Oh oh. Schlau hier zu stehen. Der da drüben auch was. Wozu ein Pferdzünder, wenn wir alles anzünden?
Dann machen wir das Ding auch mal scharf. Tausche die Teile aus. Wer ist? Den oder was soll ich austauschen? Na, ja, da müssen wir rein scheinbar. Was? Hat er sich gerade... Okay, da müssen wir glaube ich rein. Weiß ich gerade, bin ich gerade ein bisschen überfordert. Was soll ich austauschen? Zünde den Sprengstoff und besiege Wungsam. Ach, nee. Scheiße, ist der da? Musst du doch sagen, dass du verstehst, Junge. Ich wollte jetzt die kurze Heilung. Und dann betätigen wir den Zünder. Dickes Bumm gemacht. Ach du Scheiße. Der ist immer noch benebelt. Den müssen wir jetzt fertig machen, natürlich. Ach du Scheiße, der Block. Müssen wir abwarten, bis er... Ja, das sollte ich nicht unbedingt abkriegen. Jetzt kann ich nicht mehr angreifen. Okay. Ah ja. Bambuswache. Und nur Frauen, ne? Kerle alle. Weg. Besiegt. Achso, jetzt müssen wir abhauen. Achso, können wir eigentlich. Was ist das denn? Auch dahin reisen. Jo. Warum laufen? Wenn das doch auch so geht, ne? Und ab dafür. Ja, war gut. Sehr gut. Schön Action bei der schwarzen Ramme gemacht. Und das ist gerade mal der Anfang des Spiels.
Wir haben noch längst nicht alles gesehen. Mal gespannt, wie sich das hier noch entwickelt. Der hat, glaube ich, eine Gruppenquest wieder mal. Wir wollten unsere Waffe mal machen. So, neu. Dann gehen wir mal die Quest ab. Was haben wir denn da? Schwarzes Brett des Mondschattens. Okay. So, hi. Sauber, wie ihr Ha Jung Wang und die anderen Bambuswachen befreit habt. Hört sich abenteuerlich an. Eine Nachricht von Bumbak. Er konnte gerade noch entkommen, als Wungsam auftauchte. Chinguns Schlaftabletten waren wohl doch nicht so wirksam wie gedacht. Der alte Angeber. Na, ich bin jedenfalls froh, dass ihr heil zurück seid. Gut gemacht. Ich werde Hauptmann dort schon berichten und dann weiter nach dem Spion suchen. Ihr werdet in der Zwischenzeit in der Bucht des Walgesangs gebraucht. Oh, okay. Hauptmann Do-Chun hat befohlen, dass alle diensttüchtigen Krieger der Wache ihn dort treffen sollen. Seid vorsichtig. Die Wache steht tief in eurer Schuld. So, wir haben jetzt einen komischen Stein bekommen. Und was kann man damit machen? Ah ne, Quatsch, ich habe hier auf die Bank jede Menge von diesen Dings gelegt. Fällt mir gerade ein noch. So einen Stein bekommen. Muss ich gleich mal gucken. Erstmal. Hier. Genau. Buga des Pirschers. Schwarzen Ramme ist aber, glaube ich, schlechter. Ist das? Eins. Oh Gott. Okay, ich möchte mal gucken, wie das aussieht eigentlich. Also insofern es natürlich hier so einen Händler gibt. Vielleicht bei dem... Nee, ist ein Waffenhändler. Müsste ja eigentlich, wenn dann, ein Rüstungshändler sein. Aber... Sieht da ein bisschen schlecht aus. Du hast nur Waffen, wa? Ja. Wo kann ich meine Abzeichen denn eigentlich nochmal genau sehen? Stempelbrett ist übrigens auch verfügbar. Könnte man eigentlich auch mal machen. Meine Infos. Duell. Nee, das ist auch nicht. Dumm. Ach Mensch, ist mir aber ein bisschen schwer, das hier alles so Überblick zu behalten. Drachensäule, Clan, Freunde. Ja, eigentlich müsste es doch unter... Gegenständen, Mitglieder, bla bla bla. Anderes. So, da kann man sich das so einblenden lassen. Ist auch cool. Irgendwie kann ich das nicht sehen. Ich habe so einen komischen Stein bekommen. Den kann ich einlösen. Aber nicht hier. Aber vielleicht im nächsten Ort, wo wir hin müssen. Weiß man ja nicht. Den ich nicht mal auf der Karte sehe. Doch, da oben. Was ist denn jetzt hier eigentlich schon wieder los? Hatten wir den nicht schon? Ja. Ach, schau mal an. Genau, das gegen ein Ausrüstungsstück oder Kleidung eintauschen. Händler für Steine der Tapferkeit, Viridan-Küste, Jugendjia-Dorf, Jadestein. Im Dorf Jadestein, alles klar. Aber da brauche ich bestimmt nicht nur einen von. Inventar 3 im Besitz, sondern gleich mehrere von, ne? Enthält Gegenstände. Okay. Wir können es ja erstmal annehmen. Und dann gucken wir einfach mal in der nächsten Folge, ob wir da was machen können. Achso, das war das gleiche, was auf dem Stempelbrett war, oder was? Hä? So ein Schwachsinn.
Ich glaube, da unten ist dieser Boss. Ah! Da hinten ist er doch. Dann machen wir dann den mal so mit. Neben mich bleiben. Ja, komm. Abfliegen. Jawoll! Läuft. Dann mal wieder ab nach oben. Cool, damit kann man sogar noch mal ein bisschen würfeln. 5-mal insgesamt. Sehr schön. Das machen wir, das nehmen wir doch auf jeden Fall noch mit. Hi. Ja, abschließend. So, wieder eine Kiste. Bett. Eine Maheiltrank. Nee. Mehr nicht? Das sei ja Kacke. Ich hätte gerne das Outfit. Gesperrte Waffenkiste. Dieser Gegenstand muss nicht repariert werden. Er muss ja auch nicht reparieren. Dreier Set Bravour. Schwerte Waffenkiste. Dreier Set Pirscher Bagur. Nochmal eine geschwerte Waffenkiste. Ja, das ist ja mal langweilig. So, mal aufmachen. Was? Versiegelter Dolch. Ja, tolle Nachtklinge. Braucht man nicht. Ihr spielt gegen mich, ne? Klingentänzer? Bin ich auch nicht. Versiegelter Armreif? Was? Achso, das ist das für den Gewaltenbändiger. Ah, die Baguas. Ja, die muss ich jetzt mal verkaufen, weil die Pirscher-Dinger, die haben wir schon. Ja, brauchen wir nicht mehr. Die haben wir doch. Ja, Pirscher haben wir voll. Okay, dann verkaufen wir jetzt mal noch ein bisschen was. Aber dann ist Schluss, dann ist echt Schluss hier. Schon echt überzogen. So, weg. Ja. Weg. Ja. Was ist das hier? Schwörer. Ja. Ja. Und nochmals ja. Und dann noch. Na klar. Jawohl. So, die brauche ich. Schwarze Ramme. Ja, die sind aber echt nicht so gut. Schwarze Ramme. Ach, guck mal hier, nochmal zwei. Und nochmal eine. So. Ist das hier? Kung Fu Meister. Ich sammle aber hier auch wirklich hin, Scheiß, ne? So, Freunde, ach, hier sind sie doch. Haben wir ein bisschen, aufgewertet, haben ein neues Aussehen, worüber ich ganz glücklich bin. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter, dann werden wir unseres Weges ziehen. Okay, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.